Moin zusammen und weiter geht's mit Pizza Connection 3. Ja, irgendwie bin ich mit meinem Personal nicht zufrieden hier. So, du gehst mal nach Hause, fühlt sich nicht gut. Die ist an Tag 2 wieder da. Die ist auch an Tag 2 wieder da. Kaviar für Touristen, Petersilie für Touristen und Lauch für Touristen. Achso, mein Maskottchen. Pizza, Pizza! Hey, hey! Pizza, Pizza? Ja, ich glaube, hier im Park wäre wirklich besser platziert. So, Marktforschung. Nee, wo waren das? Werbeflächen. So, Menükarte. Teen Overlord. Noch 19 Pizzen auf Lager. Schwein und so geht ganz gut weg. Wie sieht's hier aus? Boah, auch ganz gut soweit. Oh. Hey, Moment mal. Gehst dich auch mal auskurieren. Und du arbeitest morgen dafür. Und dann Tag 2 wieder kurieren. Kommt dann Tag 3 wieder. Geht soweit noch gut. Kommt dann Tag 2 wieder. Kannst du mal dich auskurieren? Bist du rechtzeitig wieder fit? Yum, yum. So, Angestellte, die müssen echt schneller werden. Wird schon ausgebildet, wird ausgebildet. Schneller werden, bei dem passt das. Schneller werden, schneller werden. Passt auch. So, meine Köche, der könnte schneller werden. Der und der auch. Gut. Erwirtschaftete Gewinn in 3 Tagen. Allein noch Schwierigkeiten. Womit?
Ich wüsste nicht, womit die hier Schwierigkeiten haben. Checkliste passt alles. Aktuell arbeiten Angestellte habe ich auch. Ach, gucke mal. Lieferdienst habe ich hier später. So, derzeitiger Profit minus 24.000. Minus 1.500. Kostet nur 189 und ich wäre... Okay, hier speichere ich nochmal. So, zack. Und zwar quetsche ich mich jetzt hier einfach rein. Ich habe so viel Laufkundschaft. Mein Maskottchen postiere ich dann hier. Die Säule nehme ich mit. Den Markt nehme ich mit. Das mache ich. So, erstmal Maskottchen anheuern. Die Heiligen Drei. Okay, du gehst auf jeden Fall an diese Kreuzung, Kollege. Opa, okay. Der geht dahin. Der geht dahin. Der geht dahin. Supermarktqualität, Lieferant festgelegt. So, Menükarte. Ja, ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, dass ich mich gerade komplett übernommen habe. Shakespeare, Fab Four, Brexit. So. Bella Vegetaria, Teen Overload. Wussi, wussi, wussi. Wunderbar. Hä? Achso. Teen Overload und Schwein und so. Da muss ich auch hin. Gut, Waren auch gut. Angestellte. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Ist eigentlich immer Kundschaft, ne? Wow, das ist wie spät. Also das Maskottchen muss ich dann auch bis 24 Uhr, 15 bis 24 Uhr. Architekt. So, Grundriss ändern. Dann nehme ich nämlich auch wieder diesen, den hier. Grundriss anwenden. Speisesaal. Lager, Küche. Übernehmen. So. Mann, also ich glaube, das war der hier, ne? Acht, zwölf. So, zwei Tische noch. So, dritte von unten. Eins, zwei, drei. Ach, bin ich doof.
So. Und der letzte Stuhl, sehr cool. Alles reparieren ist schon. Angestellte verwalten. So, ich brauche auch hier 2, 4 Köche. So, und 4 Tellertaxen. Ich könnte ihn natürlich auch ein bisschen versetzt hier beschäftigen. Ist ja nur mit der Krankheit ein bisschen doof. Und 2 davon. So, Futterqualität. Okay, der ist gut, der kann ein bisschen schneller. Der ist schnell, aber nicht nett genug. Schneller, schneller. So, Kram ranschaffen, Kram ranschaffen. Über Nacht. Kostet 1010, ey. Das ist natürlich schon doll mit der Werbung. Und direkt vor seinem Laden hole ich mir seine Kunden weg, seine potenziellen. So, und dann hoffen wir mal aufs Beste, ne? Was ist hier los? Ist an Tag 3 gleich da. Der geht krank nach Hause. Null Motivation. Du bist ja einer. Ist an Tag 3 dann da. Wieso hat der Laden Schwierigkeiten? Meine Bedienung ist hier irgendwie nicht so motiviert. Okay. Was hier in Laufkundschaft gerade vorbeikam, das war echt Wahnsinn. Jam, jam. Wie bist du denn jetzt schon da? Pizza, Pizza? Keinen Platz hier, laufen. Tatsache, ich brauche hier echt mehr Stühle, ne? Das ist krass. Flagge zeigen, der Artikel im The Londoner bedeutet vor allem eins, du solltest ausbauen, erforsche die nächste Restaurantgröße und erweitere deine Läden. Okay, das habe ich schon. Es läuft. Und außerdem solltest du einen Lieferservice erforschen und organisieren. Zur Not musst du dafür ein paar deiner Restaurants so zuschneiden, dass sie einen Lieferservice unterbringen können. Es läuft und außerdem solltest du einen Lieferservice. Achso.
Maskottchen 2. Na, Lieferservice. Ist nur ein Kellner da und der ist nicht gerade flott bei der Sache. Ich müsste eigentlich nochmal Personal nachbuttern für die Stoßzeiten hier. Da noch einen quasi mittig schieben. Tag 3 wieder da, Tag 3 wieder da. Tag 3 wieder da. Tag 4 ist wieder da. Okay, die sind auch gleich beide krank. Suchend. Wie heißt er? Ach, William Stevens. Okay, ich dachte gerade, ich habe Steve Stevens gelesen. Gitarrist von Billy Idol. Wäre ja ein Knaller gewesen. Ey. So, und auch hier. Bist du mal krank nach Hause? Du gehst krank nach Hause. Bei euch passt das noch. Du gehst krank nach Hause. Ja, komm auch mal übermorgen erst wieder. Oh, und er arbeitet gerade nicht. Schade. Dead Man Walking ausgebaut. Das... Okay, wie baue ich das denn aus? Architekt. Abbrechen. Geöffnet. Verwalten. Menükarte bearbeiten. Architekt. Reparieren. So, und das Mäuschen ist auch nämlich alleine hier. Kommt in Tag 4 wieder, kommt in Tag 3 wieder. So, wie baue ich das jetzt aus? Ich habe doch hier irgendwo Restaurantgröße 1. So. Architektmodus auf mittlere Größe upgraden. Okay, Architektenmodus. Ja, fortfahren. Ausbauen. Möchte ich ja ausbauen. Wow! Architekt. Ja. Auch ausbauen. Und auch das hier wird ausgebaut. So, dauert jetzt 4 Stunden. Pause. Architekt. So, wow. Zwei. Achso, okay, muss erstmal das eine fertig machen. 5 Tische hier, 12 Tische. Alter, ist das riesig jetzt hier gerade.
Trotzdem verteile ich die erstmal auf die Ecken. Zwei. Drei. Vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Nur mal einen sechsten Tisch. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, so passt das. Ich muss definitiv mein Personal gleich verdoppeln, aber ich glaube, ich wachse zu schnell. Das wird gleich ziemlich böse, glaube ich, nach hinten losgehen. Nur noch vier Stühle. Knall ich hier doch noch einen Tisch mehr rein. 4, 5, 6, 7. So. Gut. Haben wir. Ich hoffe, ihr habt noch die Karte. Ja, die habt ihr. Lager wird immer größer. Gut, das war der erste Streich. Auch hier wurde nämlich ausgebaut. Architektenmodus. Stühle hiervon, 20 Stühle davon. 5 Tische, 5 Tische. Gut, dann kommen hier erstmal 5 Tische rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. So, und ein. Na, nicht ganz so dicht. Fünf, so. 20 Stühle dazu. Wieder. Und das letzte Restaurant. Nee, Quatsch. So, hier in den Architektenmodus. Küchenchef beschwert sich schon, dass er keinen Herd mehr hat hier zum Arbeiten. So, zwei.
Dann hier die letzten 5 Tische. Ach Gott, ist das hier auch wieder riesig. 1. Zwei, drei, vier, und 5. Einerseits natürlich schade, dass es nicht standardmäßig komplett fertig eingerichtet wurde, aber andererseits ist es auch ganz gut. Muss man sich nochmal neu Gedanken machen, wie man jetzt das Layout hier angeht. Angestellt, ich sage, ich habe nur ein pro Schicht. Ich glaube, nachts war hier echt viel los, ne? So. Vier, fünf, sechs, sieben Tische. 28 Leute. Gut, ausgebaut, ausgebaut, ausgebildet. So, was wird da gerade noch? Achso, ja, stimmt, der Lieferdienst wird noch erforscht. Total unmotiviert, ne? So, passt, passt. Gehst auch nach Hause. Gehst auch nach Hause, beziehungsweise kommst gar nicht erst zur Arbeit. Und dann passt das auch. Montago Group. Dann muss ich meine Köche auf jeden Fall mal ein bisschen ausbilden. Ein bisschen freundlicher werden. Und schneller. Und der ist krank, dann geht er mal krank nach Hause. Kommt am Tag 5 wieder, kommt am Tag 4 wieder und der ist auch nicht mehr der Fitteste. Aber so bleibt es erstmal. Oh. 39 Pizzen. Oh, 13 Pizzen, 16, 20. Cool, der Laden wird größer und dann passen auch mehr Pizzen in die Kapazität. So kann es erstmal laufen. So, was sagt die Zeit? Eine halbe Stunde, ja. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Hey, hey! Yum, yum. So, und hier geht's heute Nacht erst wieder los. Ich muss jetzt noch mal einen richtigen Rhythmus finden, wann hier am meisten los ist. Also Studenten kommen hier immer irgendwie mal rum, Arbeiter nachmittags. Das auch nachmittags bis spät in die Nacht. Gleiche hier. Pizza? So, da ist eigentlich auch über den ganzen Tag verteilt. Ist hier unten richtig gut besucht. Da ist früh morgens eher das meiste.
ja auch. Also 24-7 Betrieb ist schon nicht schlecht. Das auch früh morgens bis spät abends. Gott, und er macht von 15 bis 24 Uhr. So, mal schauen. Den behalte ich jetzt mal ein bisschen im Blick. Ja, 15 Uhr. Und nicht genug Sitzplätze, oder was? Das ist natürlich was, wo ich nachbuttern könnte. Gott, sind das viele. Aber hier habe ich meine Werbetafel. Pizza, Pizza! Einzige Haken sind bis dahin dann eigentlich... Nee, den lasse ich hier stehen. Da unten habe ich, wie gesagt, die Litfaßsäule. Ist das Personal. Das müsste ich echt aufstocken. Und da kommen nämlich richtig viele Gäste, die werden aber nur nicht bedient. Profit von minus 34.000. Und du, Kollege, machst mal so die Schicht. So, Architektenmodus nochmal. Ich werde nochmal 4, 5 jeweils zwei Tische nachkaufen. Aber nichts, ganz viele Sitzplätze zu haben, wenn sie nicht bedient werden. Das ist dann eher kontraproduktiv. So, und hier auch. Ja, zumindest einen Tisch hier nochmal reinsetzen. Stühle. Ups. So, hier passt das eigentlich mit dem Personal. Hier nicht. Und da ist recht nicht. So, und jetzt mal gucken, warum passt das hier nicht mit dem Personal? So, krank nach Hause. Krank nach Hause. Bleib da, bleib da. Krank nach Hause. Krank nach Hause. Gott, ich hoffe, das Lager ist voll. Yes. Nächstes Restaurant. Überhaupt nicht motiviert. Kostet aber auch so schon schweineviel Geld. Morgen wieder da. So, du bleibst krank zu Hause. So, das war ja das zweite Restaurant. Und das dritte hier unten. Ja, passt eigentlich auch. So, ich habe jetzt natürlich echt viel Geld investiert. Wie funktioniert denn das mit dem Lieferdienst?
Maximale Wartezeit vor Lieferung, 10 Minuten. Bestellung an gleichen Bestellung, Lieferradius. Ach, guck mal. Geöffnet. Maximale Wartezeit, gleichzeitigen Bestellung. Der blaue Bereich um dein Restaurant bestimmt die Reichweite, innerhalb derer Lieferbestellungen angenommen werden. Erhöhe den Radius, um mehr Kunden zu erreichen, oder verkleinere ihn, um effizienter zu arbeiten. Und wer arbeitet da dran? Muss ich jetzt hier noch mal Angestellte verwalten? Ja, Tatsache. Lieferdienst ist ja lustig. Ja, mache ich das schon? Mache ich das noch nicht? Ich glaube, ich hier, sollte hier erstmal klarkommen mit meinem Leben. Was die Motivation der Leute angeht. Arbeitssuchend. Nochmal Kapazität verdoppeln. Ich weiß ja nicht. Dann eher vom Servicepersonal. Was? Natürlich auch mal versetzt arbeiten lassen, ne? Jawohl. So. So. Gut, nochmal alle Angestellten zu irgendeiner Schulung schicken. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. So, und dann muss ich aber wirklich mal mit Sparen anfangen. Gut, die kann bleiben, wie sie ist. Freundlichkeit. Freundlichkeit. Schneller. Schneller. Kann auch bleiben. Kann auch bleiben. Schneller. Und das letzte Restaurant. Ach du Güte. Okay, was sagt die Uhr? Ja, ein bisschen Zeit ist noch. So, plopp. Lieferdienst habe ich noch nicht. Achso, das war der Punkt, genau. Da ist das Maskottchen. Das Maskottchen hier. 15 bis 21. 9 bis 18.
noch ein bisschen nach hinten raus. Und wo ist Imsen hier? Da. Pizza, Pizza. Pizza? Yum, yum. Okay. Den Tag warte ich dann jetzt mal ab. Yum, yum. So, und alle in den Park gehen, sind irgendwie in Reichweite von dem Maskottchen. Pizza World Cup hat Schwierigkeiten. Ja, wo drückt denn der Schuh? Lager ist voll, Personal ist da. So, kommt dann Tag 6 wieder. Morgen früh bist du alleine. Womit haben die dann Probleme? So, ich kann nochmal alles reparieren. So, und hier ist nämlich auch richtig voll. Ich habe eher hier nämlich die Probleme. Angestellte verwalten. Profit 3000. Deadman Walking hat jetzt Lieferservice. Habe ich ja schon. Angestellte. Nee, habe ich nicht. Oder muss ich das in jedem Laden nochmal separat erforschen? Ich hoffe ja wohl nicht, ey. So, wo sind jetzt hier meine Angestellten? Zwei nur für den Raum, das ist echt wenig. Menükarte, Teen Overlord, 39 Pizzen, 13 Pizzen. Bestand sieht richtig gut aus. Eine Pizza, hab vor. ...53 Pizzen sogar. Okay, hier gibt's noch was zu forschen. Lagerhäuser 2. Ein Lager zu vergrößern. Höre Maskottchen mit höherer Reichweite in deinen Restaurants an und bewege sie durch die Stadt, um Gäste anzulocken. So, an diesem Tag mache ich mal nichts. Gott, Lager
ist auch recht voll. Auch hier ist das Lager voll. Okay, und die sollen hier Schwierigkeiten haben. So, ich motiviere dich gleich, Junge. Alter Schwede, da geht richtig Umsatz. Und immer wieder das Problem mit den Angestellten. So, schneller du werden musst. Achso, ist ein einmaliger Bonus, das ist natürlich auch gut. Gehalt ist bei 260. Ja, das sind einmalige Kosten. Dann ist natürlich auch gut. Kann ich mal ein bisschen motivieren hier. Den letzten Angestellten krank nach Hause geschickt. Deswegen muss heute mal zu zweit mal lochen. Du kommst am Tag 7 wieder. Du bist auch erstmal raus. So, und das letzte Restaurant. Okay. Läuft. Ich hoffe mal, am zweiten Tag habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen Profit. So, Maskottchen hat hier schön Leute aus dem Park rübergewunken. So, 15 Uhr. Bald fängt das Maskottchen an zu arbeiten. Warte mal, bis wann hatte ich den hier eigentlich noch mal? Hey, hey! 12 bis 21 Uhr. 18 bis 3. Und 6 bis 15. Pizza, Pizza? So, so habe ich fast durchgängig immer irgendwo ein Maskottchen rumflitzen. So, dieses Stuhlsymbol, was heißt das? Bonzen, ach so. Ah, da kommen viele Bonzen rum und die finden die Stühle vielleicht unbequem. Das könnte ganz gut sein. Mm-mm. Bonzen, okay. Dann würde ich das mal Richtung Bonzen trimmen. Party, woo! Und hier sind Teenager. Mm-hmm.
Ja. So, um 24 Uhr wird der Laden kurz geschlossen. Und dann das entsprechende Klientel angepasst. Boah. So viele Gäste hier nicht bedient werden. Architekt, yes. So, klassisch. Modern. Was mögen denn die Bonzen? So, ich kann ja mal auf die hier umswitchen. Moment. So. Und Stühle haben wir hier. Die da. Warte mal, ich hatte jetzt Tische. Das sind die. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben von unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben von unten. Und da ist er. So. Und ich weiß auch nicht, ob es irgendwie einen Tasten... schon den zweiten falsch gesetzt. Einen Tastenkürzel dafür gibt, dass man sagt, so an dem Tisch automatisch in allen möglichen Positionen mit einem Mausklick alle Stühle zu setzen. Ich hoffe mal, denen gefallen die Stühle. Welche kaufe ich da eigentlich gerade? Ja, die da. So, 28 Stühle. Stühle und 7 Tische. Millionär, Erfolg freigeschaltet. Ihr habt angeblich Schwierigkeiten. Kommt morgen wieder, der muss durchhalten. Und auch morgen wieder. Nicht krank werden hier. Dann geht's auch nicht mehr so flott. Okay, ich muss mich mal ein bisschen intensiver hiermit beschäftigen. Pause. So, und zwar mit diesem Lokal. So, kündigen, geöffnet. Mit der Zufriedenheit.
Sind eigentlich alle zufrieden, die Arbeiter sogar echt happy. Bonzen Teenager Arbeiter sind dann nicht mehr zufrieden. So, egal. Lass laufen. Hier mache ich dann nochmal Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.